Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse von JFD Brokers hier auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers. Mein Name ist Markus Klebe und das ist die Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 22 und zwar für die Handelstage vom 28.05. bis 1.06.2018. Wie gewohnt schauen wir auf die Märkte DAX, Dow, Euro, US-Dollar, Gold, Brent und WTI Crude. So ein bisschen die Big-Picture-Analyse, was war in der vergangenen Woche wichtig, welche Widerstände und Unterstützungen, welche Trends waren in der vergangenen Woche wichtig und was könnten wir daraus dann für die kommende Woche ableiten, welche Kerntendenzen könnten hier eintreten. All das werden wir hier in dieser Analyse besprechen. Wie gewohnt, dann auch, ihr seht das hier auf dem Bild, wenn ihr euch nicht für die Märkte oder für alle Märkte interessiert, sondern vielleicht nur für den Euro-US-Dollar oder nur fürs Gold, dann könnt ihr unten in der Videobeschreibung hier entsprechend hinter den Märkten dann die entsprechenden Uhrzeiten finden. Da klickt ihr einfach drauf und dann kommt ihr im Video zu dieser Einzelanalyse des Wertes. Also ihr müsst euch hier nicht zwingend das Video von vorne bis hinten anschauen, sondern könnt euch auch einzelne Werte rauspicken, die euch dann entsprechend interessieren. Bevor wir allerdings starten, wie gewohnt der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch. Achtet darauf, dass ihr prinzipiell mit Stops arbeitet, dass ihr prinzipiell die Positionsgröße an euer Konto anpasst, dass ihr eben auch das, was ich hier sage, nicht als Handelsempfehlung wertet. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Trading, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Dort könnt ihr noch diverse Fragen zum Broker, aber auch zum Trading beantwortet bekommen. Bevor wir die Märkte mit den Märkten starten, der Blick auf den Wirtschaftskalender für die kommende Handelswoche. Prinzipiell, wir starten mal von hinten, eigentlich das Wichtigste für die kommende Handelswoche, die Non-Farm Payrolls am 1. Juni 2018 um 14.30 Uhr. Non-Farm Payrolls, das sind in der Regel eben Zahlen, Wirtschaftszahlen, die die Märkte schon bewegen können, zwar in den letzten Monaten auch nicht so gravierende Bewegungen ausgelöst haben, aber wiederum zum Anfang des Jahres, wir wissen es, wo dann auch der relativ starke Rutsch auf der Unterseite stattfand, dort waren dann auch die Non-Farm Payrolls wichtig, die letzten Male nicht mehr ganz so wichtig, aber man sollte hier definitiv darauf achten, Freitag 14.30 Uhr, dass man eben zum Beispiel nicht kurz davor irgendwelche Positionen eingeht und sich dann wundert, dass auf einmal Kursausschläge kommen, das kann hier definitiv passieren, dann auch eben am Donnerstag noch Verbraucherpreisindex EU-Zone, das ist hier als wichtig markiert, Verbraucherpreisindex Kernrate EU-Zone, PCE Kerndeflaktor aus Amerika, das sind dann auch noch Dinge, die dazu führen, dass man hier so ein bisschen aufpassen sollte zu den jeweiligen Uhrzeiten und auch am Mittwoch nochmal Bruttoinlandsprodukt, Kernausgaben, persönliche Konsum aus den USA, am Mittwoch früh um 9 Uhr harmonisierter Verbraucherpreisindex, das sind jetzt in Summe alles keine Zahlen, die den Markt in der Regel nennenswert bewegen, zumindest war es bei den letzten Malen nicht so, dass der Markt da nennenswerte Bewegungen draus gezogen hat. Nichtsdestotrotz sind das Zahlen, die nicht so unwichtig sind und die den Markt definitiv bewegen könnten. Auch ab Donnerstag wichtig, so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. G7-Treffen, dann eben Donnerstag, Freitag und auch noch am Wochenende. Das könnte natürlich auch zwischendurch immer mal zu der einen oder anderen Tendenz führen, wobei das jetzt auch nicht so kriegsentscheidend sein sollte. Aber das schauen wir uns dann natürlich auch in den täglichen Livestreams dann an. Wenn dort wichtige Punkte kommen, dann werden wir diese natürlich dann auch ansprechen. Starten wir mit dem DAX, wie gewohnt. Der Markt ist ja in der vergangenen Woche dann doch ein Stück weit zurückgekommen. Er hat hier eben eine Konsolidierung vollzogen. Allerdings, Moment, ich starte mal gleich hier mit meinem Zeichenwerkzeug. Moment, Moment, Moment. Und zack, da ist es lila, will ich es heute mal machen. Also, die Bewegung von 13.200 in Richtung 12.800, die ist natürlich teilweise, wir wissen es, am Montag war noch Feiertag in Deutschland, dann hat der Markt oder der eigentliche Markt dann erst am Dienstag gestartet, da ist dann der Markt erstmal nochmal Richtung 13.200, aber dann Mittwoch und Donnerstag doch etwas stärker auf der Abwärtsseite gelaufen aus dem 13.200er Bereich in den 12.800er Bereich. Eine Abwärtsbewegung, wo man definitiv richtig schönes Geld verdienen konnte, aber im Big Picture, in der großen Betrachtung des Bildes, ist diese Bewegung erstmal noch nicht so schlimm, denn wir hatten auch schon hier Ende März, Anfang April startete ja diese Aufwärtsbewegung. Wir sehen, dass wir in dieser Aufwärtsbewegung schon des Öfteren mal Konsolidierungsphasen hatten, die in einer ähnlichen Ausprägung waren wie diese vergangene Woche. Also generell ist das jetzt hier erstmal für den Kernaufwärtstrend, den wir hier seit einigen Wochen haben, erstmal noch nicht so kriegsentscheidend. Nichtsdestotrotz sollte man kurzfristig betrachtet schon natürlich weiterhin die Abwärtsseite auch mal so ein bisschen auf dem Schirm haben. Für mich persönlich, für die kommende Handelswoche, zeichnen wir mal rot ein, ist nach wie vor, das hatten wir auch in den Livestreams in der vergangenen Woche immer wieder angesprochen, dass dieser 13.000er Bereich
erstmal nach wie vor so der kriegsentscheidende Bereich auch für die kommende Handelswoche sein sollte. Geht der Markt wieder darüber, dann ist es natürlich sofort, also nicht sofort, aber ebenfalls denkbar, dass wir wieder erstmal in Richtung 13.200 laufen könnten. Moment, das machen wir mal ein bisschen dünner. Dass hier eben der Markt erneut Stärke findet, in Richtung 13.200 läuft. Als nächster wichtiger Widerstand kommt der 13.300er Bereich. Das ist allerdings auch aus meiner Sicht erstmal für die kommende Handelswoche so das höchste der Gefühle, denn wenn wir die letzten Handelswochen betrachten, hatten wir teilweise sehr, sehr starke Aufwärtsbewegungen, aber der Schlusskurs war im 12.930er Bereich in Richtung 300, 13.300 sind das dann immerhin 370 Punkte auf der Aufwärtsseite für den DAX, das muss er dann auch erstmal schaffen. Ja, der Dow Jones, den schauen wir uns ja gleich an, der ist eben aktuell auch schon wieder, das hatten wir in der vergangenen Handelswochen dann auch des Öfteren, erstmal charttechnisch nicht so schön für die Aufwärtsseite. Also hier müssen wir wirklich gucken, ob der Markt so schön sauber, wie er es teilweise in den vergangenen Handelswochen dann immer mal wieder gezeigt hat, ob er eben zu dieser Stärke zurückfindet. Dafür müsste er sich erstmal über 13.000 bewegen und dann bin ich hier auch gewillt, des Öfteren erstmal wieder die Aufwärtsseite zu handeln. Bleiben wir da drunter, beziehungsweise bleiben wir oder rutschen wir erneut hier unter den Bereich 900. Das ist jetzt hier knapp unterhalb des Schlusskurses von Freitag. Dann ist es eben auch denkbar, dass der Markt doch erstmal so ein bisschen weiter auf der Abwärtsseite pusht, dass wir hier erstmal das Vorwochentief im Bereich 800 nochmals erreichen könnten und aus den Vorwochen Ende April haben wir hier unten ganz, ganz wichtig, ganz, ganz charttechnisch wichtig, zwei Kernunterstützungsniveaus. Ich mache diese mal, welche Farbe suchen wir uns raus? Orange. Ich zeichne diese mal orange an. Der 650er Bereich, das war hier unten kommend aus diesem Widerstandsniveau, was dann jetzt gegebenenfalls Unterstützung wird. Und zwar hat der Markt hier wirklich über mehrere Tage erstmal mit diesem Bereich gekämpft, immer wieder zurück, immer wieder zurück, immer wieder zurück, bevor er dann eben den Sprung nach oben schaffte. Und das ist eben oft dann auch ein Bereich, den der Markt ganz gerne nochmal anläuft. Und das wäre dann ein Bereich, den der Markt auch definitiv auf der Abwärtsseite erreichen könnte. Also kernentscheidend 13.000. Drunter könnte es zu weiteren Bewegungstiefs kommen. Und über die Woche gesehen wäre auf jeden Fall hier der 650er Bereich. Beziehungsweise haben wir dann auch noch dieses Hoch hier von Anfang März, Ende Februar. Das ist der 600er Bereich, wo der Markt ebenfalls dann nochmal so ein bisschen reindippen kann. Ja, also zwischen 650 und 600. Das ist so für die kommende Woche der Bereich auf der Unterseite und eben der 300er bzw. 200er Bereich, so die generellen Ziele auf der Aufwärtsseite, die der Markt schon realistisch anlaufen könnte, wenn er so ein bisschen volatiler bleibt, wie er es aktuell in der vergangenen Handelswoche gezeigt hat. Aber auch immer wieder, gerade am Nachmittag, der Blick auf den Dow Jones. Der Markt hat zwar, das darf man auch nicht vergessen, der DAX und der Dow Jones, die führen schon generell so ein bisschen ein Eigenleben aktuell. Also die Märkte laufen nicht immer tendenziell gleich. Es gab eben auch in der vergangenen Handelswoche schon Phasen, wo der Dow Jones schon stark auf der Abwärtsseite drückte, aber der DAX immer noch sich auf sehr, sehr hohem Niveau halten konnte. Ja, dann zwar in der vergangenen Woche dann auch auf der Abwärtsseite so ein bisschen aufholte, aber man darf aktuell nicht ganz zu stark eben Bewegungen, die sich im Dow Jones vollziehen, gerade am Nachmittag, wo man das ja schon in bestimmten Phasen immer mal machen kann, dass man eben zu stark auf die US-Märkte schaut und jetzt sagt, okay, der US-Markt, der geht gerade stark nach unten, ich shorte jetzt den DAX. Das muss nicht zwingend bedeuten, dass eben dann der DAX auch fällt. Also hier wirklich schon mit Vorsicht gesondert beide Märkte sehen, zwar trotzdem immer ein Auge noch auf den anderen Markt, aber so ein bisschen mit vorsichtig. Die Kerntendenzen für den DAX sind jetzt erstmal klar. Für den Montag würde ich jetzt erstmal gucken, wie sich der Markt einpendelt. Wenn er vielleicht nochmal Richtung 13.000 läuft, wäre das zum Beispiel eventuell eine Überlegung, den Markt nochmals erstmal auf der Short-Seite zu nehmen, in Richtung vielleicht des Schlusskursniveaus von Freitag oder mal sehen, wo der Markt am Montag eröffnet. Um 8 Uhr, ob dieser Bereich dann für ein Chance-Risiko-Verhältnis, für ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis ebenfalls ein schönes Ziel ist, beziehungsweise wenn wieder weiterhin so ein bisschen Schwäche reinkommt, definitiv dann das Tief von Freitag 850 beziehungsweise von Donnerstag das Tief 800. Das wäre dann für Montag erstmal interessant, wie gesagt. Und im Folge der Woche haben wir auf der Ober- wie auch auf der Unterseite dann entsprechend etwas größere Ziele. Switchen wir dafür jetzt mal gleich zum Dow Jones. Und ich empfehle denjenigen, die sich jetzt hier dafür entschieden haben, nur die Dow Jones-Analyse sich anzuschauen, dass sie doch nochmal vorab sich die DAX-Analyse anschauen. Denn dort den einen oder anderen Punkt kann man natürlich jetzt hier auch für die Dow Jones-Analyse übernehmen. Ich fange auch mal
hier relativ zügig an reinzuzeichnen, denn der Dow Jones ist, wie ich es eben schon sagte, in der DAX-Analyse so ein bisschen angeschlagen. 25.000 bzw. 25.070 war hier dann eben das Doppeltop vergangene Handelswoche. Also da hat der Markt dann erstmal seinen Endgegner gefunden. Wie wir wissen, dann auf der Abwärtsseite etwas stärker gepusht und vor allem auch etwas stärker unter bestimmte wichtige Unterstützungsniveaus. Und zum einen war das der 24.800er Bereich, dann auch der Schlusskurs vergangene Woche Freitag. Das waren eigentlich Bereiche, wenn ich es hier mal als, Moment, machen wir ein bisschen, mal als Bereich so einzeichne. Eigentlich hätte ich den Markt gar nicht mehr nennenswert unterhalb dieses Bereiches sehen wollen für die generelle Aufwärtsseite. Und das zeigte sich ja dann auch im Dow Jones, dass der Markt erstmal gar nicht mehr so stark ist, wie ich es erstmal annahm, dass der Markt gegebenenfalls hier schon so ein bisschen Schwäche zeigt, aber dann mit etwas Dampf den 25.070er Bereich bzw. 25.120er Bereich realistisch nach oben durchstoßen kann und wir konnten hier auf der Aufwärts- wie auch auf der Abwärtsseite den ein oder anderen Trade landen, weil wir doch eine sehr, sehr volatile Seitwärtsphase hatten, die zugegebenermaßen allerdings nicht so perfekt zu handeln war. Jetzt ist es eben wichtig und man sieht das jetzt hier nicht ganz so genau, aber ich habe mir gerade eben schon mal den Dow Jones nochmal in der Kernhandelszeit, also ich habe eben auch einen Chart in meinem anderen Chartprogramm, wo ich wirklich nur den Chart sehe von 15.30 Uhr bis 22 Uhr, also die Kernhandelszeit des Dow Jones. Und da sieht man, dass der Markt hier, da kann man so ein bisschen so eine Trendlinie zeichnen, dass der Markt hier so ein immer fallende Tiefs hat in der Kernhandelszeit. Zusätzlich hier der Bereich 24.800 als nicht zu verachtenden Widerstandsbereich kommt. Den zeichne ich hier nochmal rot ein. Und wenn der Markt jetzt, der machen wir ein bisschen dicker, wenn der Markt jetzt hier, das ist in etwa dieser Widerstandsbereich und dann zusätzlich noch diese Trendlinie. Wenn jetzt der Markt es schafft, über diese Bereiche zu laufen, dann wird es auch für den Dow Jones wieder etwas klarer auf der Aufwärtsseite. Also er sollte aber erst hier diese Kraft finden, dort rüber zu gehen. Dann ist es erstmal als nächster sehr, sehr wichtiger Bereich hier, der Bereich 24.870 bis 24.900. Wir sehen, dass der Markt in der vergangenen Handelswoche, Moment, das zeichnen wir hier auch nochmal mit so ein paar Kreisen ein, das wird zwar eine ganze Menge, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Wir haben hier dann in der vergangenen Handelswoche des öfteren Hochs gehabt, wo der Markt dann wieder gedreht ist. Das ist erstmal natürlich Widerstand. Ja, und wenn wir hier über den 800er Bereich laufen, dann sind erstmal 100 Punkte durchaus realistisch. Und dann muss der Markt wirklich Kraft haben. Denn wenn er hier über 24.900 läuft, dann kann es auch relativ zügig sein, dass der Markt dann eben die Hochs der vergangenen Handelswoche Moment, dann hier angreift und dann eben auch Stärke findet, um neue Bewegungshochs zu machen. Also wir sind in einem entscheidenden Bereich, in dem man erstmal so ein bisschen vorsichtig sein sollte. Ähnlich wie in der Vorwoche, diese große Schwankungen mal schnell hin und her, ja, an einem Handelstag stark runter und gleich wieder hoch, das hatten wir in der vergangenen Handelswoche und das kann sich natürlich hier unten so ein bisschen fortsetzen, somit wer defensiv handelt, sollte erst hier oben anfangen, die Longseite zu handeln, wer etwas aggressiver handelt, der kann hier schon mal vorsichtig etwas unten, etwas tiefer mit dem Bruch dieser besagten Bereiche hier vielleicht schon mal vorsichtig die Aufwärtsseite versuchen. Sollte der Markt diese Stärke nicht finden, sollten wir hier unter diesen eingezeichneten Viereckbereich, Rechteckbereich, was auch immer gehen, Schlusskurs Freitag, vergangene Handelswoche, das ist in etwa der Bereich 24.750, sollte der Markt eben, und da sind wir ja vom Schlusskurs her, auch diese Handelswoche, also wir sehen, dass wir hier gar nicht großartig uns verändert haben, dann ist es denkbar, dass wir eine erneute, oder für den Dow Jones war es ja gar nicht eine negative Handelswoche, für den DAX war es ja eine negative Handelswoche, hier sind wir ja mehr oder weniger Break-Even. Sollte der Markt dort hier nach unten starten, dann ist es relativ schnell denkbar. Wir haben hier auch eingezeichnet, ich habe es noch nicht verlängert, einen Bereich, der ist in etwa im Bereich 24.480, das ist so in etwa der Bereich hier, dann ist es schnell denkbar, dass der Markt doch erstmal übergeordnet weiter konsolidiert in diesen Bereich runterläuft und hier unten, bedingt durch diese Hochs, die hier aus der Vergangenheit liegen, dort könnte dann erneut Stärke reinkommen. Also das ist auf jeden Fall ein relativ starkes Unterstützungsniveau, wo der Markt ja dann schon irgendwann mal nach oben ausbrach und dann wäre es hier unten denkbar zu schauen, okay,
abwärts bis dorthin und hier gucken, wenn der Markt sich hier unten fängt. Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden. Wenn der Markt sich hier unten fängt, dann kann man natürlich auch erstmal anfangen, hier unten wieder vorsichtige Longs zu handeln in Richtung 24.600, 24.650. Ja, und dann gucken, wenn wir dann weiter Stärke finden, dann geht das ganze Spiel von, was wir uns hier eben schon Gedanken gemacht haben, von vorne los, ob der Markt es schafft, durch die entsprechende Bereiche zu laufen. Und dann wird es natürlich auch, wenn wir vorher runterlaufen, hier oben dann interessant für die Aufwärtsseite. Aber das ist natürlich ein Bild, das muss der Markt auch erstmal in der Art und Weise vollziehen. Wir sind hier im 4-Stunden-Chart. Wir sehen, dass eben das auch eine komplette Gedankenstruktur der kommenden Handelswoche sein könnte. Ja, und wenn wir dann wirklich diesen Unterstützungsbereich, der sehr, sehr wichtig ist, wirklich dann auch nochmal nach unten durchstoßen, dann muss man hier schon fast fett mit dem roten Pfeil werden, weil dann könnte hier Schwäche reinkommen. Das sieht aktuell noch nicht so aus, weil irgendwie ist das komplette Bild doch, auch wenn das hier vergangene Handelswoche ein kleines Hin und Her war, ist das komplette Bild der Indizes schon aufwärts tendierend. Somit favorisiere ich eigentlich den Gedanken, dass der Markt hier so ein bisschen Stärke findet, um dann eben die Long-Seite zu handeln. Aber er kann uns natürlich auch eines Besseren belehren und dann kommt hier relativ zügig dann auch die Abwärtsseite zum Tragen, dann wieder die Long-Seite und hier drunter dann noch etwas stärker die Abwärtsseite. Das ist eben der Blick des Big Pictures für den Dow Jones für die kommende Handelswoche. Dann natürlich, wie gewohnt, auch immer in den Livestreams, Montag am Morgen 8.50 Uhr DAX Long oder Short, beziehungsweise am Nachmittag meistens um 15.45 Uhr die US Opening Bell, wo wir in etwa eine gute halbe Stunde miteinander kommunizieren, hier auch im Chat, uns den Markt anschauen, ich auch das ein oder andere Trade-Setup dann eben formuliere und wir diese Big-Picture-Analyse dann eben auch richtungsentscheidend nutzen, das dann eben auch weiterführen, denn jeden Tag spinnt sich ja oder entwickelt sich die Geschichte des Marktes ja weiter und dann nehme ich dann eben auch meine Big-Picture-Analyse vom Wochenende immer daher und gucke, in welchen Bereichen befinden wir uns, ob wir hier erstmal vom Kern her eher die Abwärts- oder eher die Aufwärtsseite bevorzugen sollten. Die Indizes haben wir hinter uns, dann schauen wir uns den Euro-US-Dollar an, der natürlich stark weiterhin auf der Abwärtsseite. Ich war hier in den Währungen, also nicht nur im Euro, sondern auch teilweise im britischen Pfund unterwegs, war hier auf der Aufwärts- wie auf der Abwärtsseite unterwegs, habe das auch vorsichtig im Euro mal versucht, aber ich muss wirklich sagen, dass die Währungen mir in der vergangenen Handelswoche nicht ganz so gelegen haben, auch wenn wir hier prinzipiell sauber vom Trend her abwärts tendieren. Ja, ich habe zwar den einen oder anderen Trade gut landen können, habe aber auch ein, zwei Mal gerade im britischen Pfund hier einen kleinen Verlust hinnehmen müssen. Prinzipiell ist der Markt hier sauber abwärts, das ist klar, wir sehen das. Und es ist jetzt hier wichtig, Moment, das zeichne ich dann auch ein. Zum einen 1,1730 in etwa, das ist hier dieser Erstunterstützungsbereich, wo wir hier angeditscht sind, wo wir jetzt vor der Unterseite rangelaufen sind, um jetzt hier eben das nächste Unterstützungsniveau nach unten zu durchschreiten. Also hier abwärts tendieren, solange wir hier unter diesem Bereich 17,30 bleiben, ist erstmal alles klar, weiterhin abwärts und Abwärtsbewegungen, Abwärtsszenarien sind weiter auch mit weiteren Bewegungstiefs denkbar. Denn wir haben nicht so viele markante Unterstützungsniveaus, die jetzt hier auf der Abwärtsseite kommen. Also man kann hier schon, solange sich das charttechnisch sauber abwärts weiter bewegt, auch weiterhin erstmal die Abwärtsseite versuchen. Auch übergeordnet wäre selbst ein Rutsch, wobei ich hier dann vielleicht sogar schon antizyklisch, ich mache es mal hellgrün, antizyklisch dann vielleicht auch schon mal die Longseite handeln würde. Wenn wir hier dieses Widerstandsniveau 17,30 nach oben durchschreiten, dann ist es denkbar, dass der Markt sich in dieses 18,20er Niveau, das ist ja sehr, sehr wichtig, sehr, sehr markant wichtig sogar, weil wir haben hier eben nicht nur einen Berührungspunkt aus den letzten Tagen, / Wochen, sondern eben mehrere Berührungspunkte. Wir sehen das hier. Wir sehen das hier, wir sind ja auch hier auf dem 4-Stunden-Chart, also das sind schon immer Abstände, die relevant sind und wir sehen hier des Öfteren genau den Test dieses Bereiches. Somit ist dieser auch für die nächste Handelswoche sehr, sehr interessant und wenn wir ein bisschen Stärke bekommen, das ist ja hier schon mal gewesen und das ist auch in der kommenden Handelswoche dann natürlich wieder mal denkbar, dass der Markt doch so ein bisschen stärker sich erholt und dann wäre eine Erholung erstmal in Richtung 18,20 denkbar. Von hier aus könnte es dann auch wieder abwärts gehen. Das wäre dann auch erstmal der Gedanke, wenn der Markt sich in diesem Bereich bewegt. Das muss nicht punktgenau stattfinden. Der kann auch hier im 1,18er Bereich oder knapp über 1,18 schon anfangen zu drehen. Dann ist es hier auch denkbar, erstmal die Abwärtsseite wieder in Richtung 17,30 und dann eben auch zu den Vorwochentiefs hier auf jeden Fall zu handeln. Erst wenn wir hier drüber gehen, wenn wir den 18,20er Bereich und das nicht nur irgendwie auf einem 5-Minuten-Chart oder auf einem 15-Minuten-Chart mal kurz nach oben durchstoßen, sondern wenn wir hier wirklich wenigstens auf einem Stunden-Chart oder gar auf dem 4-Stunden-Chart einen
einen Schlusskurs oberhalb des 1,1820er Bereichs haben sollten. Dann wird es interessant, dann könnte sich hier auch übergeordnet eine etwas stärkere Erholung vollziehen. In die nächsten Widerstandsniveaus dann immer rein, erstmal in Richtung 19, knapp über 1,19 und dann ist es durchaus denkbar, weil dieser Bereich sollte schon, wenn der Markt nicht extremst weiter schwach ist, auch mal in den kommenden Handelswochen wieder interessant sein. Das ist so ein magnetisch wirkender Bereich, 1,20 knapp darüber. Und wenn hier diese Stärke reinkommt, entsprechend wie wir es gerade besprochen haben, dann wären hier oben auch vielleicht sogar der ein oder andere Swing Trade denkbar. Aktuell nicht, weil wir sind ganz klar abwärts und hier jetzt ins fallende Messer zu greifen, das ist schon teilweise in Anführungsstrichen Selbstmord. Aber wenn wir so ein bisschen anfangen, Stärke zu kriegen, dann kann man vielleicht auch hier über den einen oder anderen Swing Trade mal nach oben nachdenken. Trotzdem mit dem Gedanken, es ist antizyklisch zur Kernabwärtsbewegung. Ja? Bleiben wir hier unten schwach, wie gesagt, dann sind hier auch weitere Abwärtstrends oder Abwärtstrades in Richtung nächster Unterstützungsniveaus auf der Abwärtsseite denkbar. Und da haben wir, wenn wir das nochmal so ein Stück zusammenziehen, erstmal nichts kommen, dann müssen wir selber jetzt nochmal gucken, habe ich noch gar nichts eingezeichnet. Da sind wir jetzt schon auf dem Wochenchart und da sehen wir, dass hier eben eigentlich erstmal diese kleinen Spitzen hier, die sind gar nicht so wichtig, finde ich, aber zeichnen wir mal ein, wo kommt das hier, der Bereich, das ist jetzt hier so in etwa dieses Tiefs, auch dieser diese Bereich, das ist 1,5, 1,16 in etwa, also da könnten wir theoretisch durchlaufen und eigentlich auf dem Wochenchart kommt der nächste wichtige, das nächste wichtige Unterstützungsniveau eigentlich erst hier unten im Bereich 1,14, 50 in etwa. Also da ist schon, wenn diese Schwäche weiterhin sich fortsetzt, da ist schon noch Luft nach unten, ja, und da kann sich wirklich relativ zügig noch weiteres nach unten entwickeln. Aber wir haben das ja auf kleinerer Zeitebene jetzt besprochen. Solange wir eindeutig schwach bleiben, kann man schon in Richtung der nächsten Unterstützungsniveaus immer handeln. Und sollte der Markt erstmal so ein bisschen Anzeichen von Erholung zeigen, haben wir ja gerade besprochen, was das dann im Endeffekt bedeuten könnte. Schauen wir aufs Gold. Das ist ja auch noch hier das Versprechen, dass wir uns das Gold anschauen. Und da konnte ich in der vergangenen Handelswoche antizyklisch zur der Kernabwärtsbewegung, die wir hier mehr oder weniger in zwei Zügen vollzogen haben, auch mal antizyklisch die Aufwärtsseite in Richtung 13,05 handeln. Ich zeichne das nochmal ein, was hier so der Gedanke war im Gold. Also wir haben ja jetzt hier diese zwei Kernbewegungen, eine Abwärtsbewegung, Erholung, zweite Abwärtsbewegung, Erholung. Und diese Erholung war dann eben hier in der vergangenen Woche mal ein Trade in Richtung 13,05. Warum 13,05? Das war zum einen, ich will das jetzt gar nicht mehr so extrem aufdröseln, aber wir wissen, dass wir hier aus dem 13,57er Bereich bis hinab zu 13,05 diese große Seitwärtszone hatten, wo der Markt sich immer wieder auf, ab bewegt hat. Dann eben dieser Bruch nach unten unter 13,05 kam, auch der 1300er Bereich durchstoßen wurde und der Markt hier in Richtung 1280 fast nach unten pushte und jetzt hier diese Erholung wieder an die Unterseite dieser 13,05 lief. Somit ist auch für die kommende Handelswoche dieser 13,05er Bereich eigentlich erstmal kriegsentscheidend. Wobei ich hier sagen muss, man muss hier erstmal, oder persönlich wäre es mein Gedanke, mit Aufwärtstrades wäre ich erstmal so ein bisschen vorsichtig. Unterhalb dieses 13,05er Bereichs, wir sind ja jetzt auch mit dem Schlusskursniveau nur knapp über 1300, unterhalb dieses 13,05er Bereichs ist hier erstmal auch wieder die Abwärtsseite interessant. Zum einen, und dafür gehen wir jetzt hier wieder so ein bisschen detaillierter mal in den Chart rein, zum einen ist es erstmal denkbar, und da müssen wir mal gucken, wo der Markt am Montag eröffnet, hier der Rutsch in dieses prinzipielle Ausbruchsniveau, das war so in etwa 12,95. Das ist erstmal der erste Schritt denkbar, dass der Markt hierher pusht. Generell, wie gesagt, unter 13,05 erstmal weiterhin die Abwärtsseite. Und dann kommt hier dieser entscheidende Bereich, das ist so zwischen 90 und 92. Auch hier war, das sehen wir in der vergangenen Woche, wie stark der Markt in diesem Bereich hier gekämpft hat. Er hat es nach oben versucht, er hat es nach unten versucht, dann kam mal ein bisschen stärker die Bewegung nach unten, wieder nach oben, nach unten, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten und dann kam hier irgendwann dann mal dieser etwas stärkere Rutsch nach oben. Also hier, dieser Bereich sollte auch so ein bisschen magnetisch wirken. Also ist erstmal ein Rückläufer in diesem Bereich interessant, dann sind wir ähnlich in einer ähnlichen Analyse wie vergangene Woche. Da müssen wir gucken, es kann durchaus sein, dass der Markt dann erstmal wieder in diesem Bereich hier so ein bisschen hin und her pendelt, ähnlich wie er es hier getan hat. Ja? Und dann müssen wir gucken, prinzipiell ist natürlich dann eine Fortsetzung dieser generellen Abwärtstendenz nach unten denkbar, aber man muss hier so ein bisschen vorsichtig sein. Entweder man macht es wirklich oder versucht es hier mit einem Swing Trade, dass man sagt, okay, man nimmt hier einfach einen etwas größeren Stop, aber dann muss man auch wirklich mit etwas größeren Zielen oder von etwas größeren Zielen ausgehen, wo ich persönlich erstmal sage,
ich möchte ein bisschen vorsichtig sein. Also würde ich hier erstmal mit Swing Trades, persönlich ist es mein Gedanke, so ein bisschen ja, davon Abstand halten. Aber generell, wenn man dann hier eben handelt, dann entweder einen Swing Trade draus machen oder erstmal abwarten, wie sich der Markt hier entwickelt. Und wenn er dann hier irgendwie einen Setup gibt, irgendeinen Trigger gibt, dass die Abwärtsseite vielleicht ein Signal gibt, dann kann man sie natürlich handeln. Aber ich würde hier erstmal, Moment, das sollte jetzt gar nicht hier nicht kommen, so. Moment. Ich würde hier erstmal nur, in Anführungsstrichen nur, die Bewegungstiefs der vergangenen Handelswoche annehmen. Und das ist so der Bereich um die Marke 1280. Ja, da haben wir aber für einen Daytrade, der sich vielleicht auch zu einem kleinen Swingtrade entwickelt innerhalb von vielleicht zwei Handelstagen, wenn man hier in dem 90-92er Bereich die Abwärtsseite erwischt, dann ist es eben auch denkbar, dass wir diese Vorwochentiefs erreichen, hier wie gesagt so der 80er, 85-80er Bereich. Und da haben wir eigentlich dann so in etwa 8 bis 10 Dollar Chance. Und die Stops im Daytrading-Bereich sind aktuell so 1,5 bis 2 Dollar. Das ist eigentlich ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Sollten wir allerdings hier Stärke finden, genau das Gleiche, wie gesagt, das ist ja so ein entscheidender Bereich hier unten, dann ist natürlich genau so der Gedanke, so war das aber auch schon in der vergangenen Handelswoche, dass wir dann hier, wenn der Markt vielleicht weiter so ein bisschen erstmal hin und her pendelt, dass wir hier einen Long-Trigger kriegen und dann eben erneut in Richtung 13,05 pushen. Und dann wäre hier genauso wie in der vergangenen Handelswoche auch die Aufwärtsseite in Richtung 13,05 denkbar. Das jetzt erstmal so die Kernüberlegung. Bleiben wir stark? Gehen wir sofort hier in den Bereich wieder rein? Dann muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil der Markt kann sich hier weiter nach oben hangeln. Aber man sollte so ein bisschen wirklich schauen, wo sind hier die nächsten Kernwiderstandsniveaus? Denn es ist durchaus denkbar, die Aufwärtsseite war in der Vergangenheit erstmal nicht so sauber, dass wir hier immer entsprechend in nächste Widerstände laufen, vielleicht etwas stärker zurück. In nächste Widerstände laufen, etwas stärker zurück. Also da muss man mal gucken, dass man dann eben schaut, dass man wenigstens nach Rücksetzern kauft. Also hier wirklich dann Konsolidierung kleinerer Natur auf kleineren Zeitebenen abwartet und versucht dann in den Rücksetzern zu kaufen mit dem Ziel, dass wir immer wieder so vielleicht leichte neue Bewegungshochs ausbauen. Breakout-Trades würde ich persönlich auf der Aufwärtsseite nicht machen. Das ist das, was ich auch eingangs sagte, im Gold. Erstmal auf der Aufwärtsseite ein bisschen vorsichtig. Wir sind generell in den letzten Wochen abwärts tendierend, sprich der Kernvorteil ist erstmal weiterhin auf der Abwärtsseite zu sehen. Ja, und von daher ist das hier unten eigentlich viel interessanter. Auch der Rutsch Richtung des 1290, das ist viel interessanter. Und hier oben dann so ein bisschen vorsichtig, wie man hier handelt. Und dann lieber auch nochmal hier eben schauen von Tag zu Tag, wie verändert sich das Bild? Sind Anzeichen weiterhin von Stärke da? Oder ist es vielleicht eigentlich mehr so eine bisschen volatilere Seitwärtsphase? Also da muss man im Gold aktuell so ein bisschen aufpassen und ich werde mir das auch Tag für Tag anschauen und mal gucken, in welcher Art und Weise definitiv defensiv ich hier dann im Endeffekt handle. Gehen wir nochmal zu den Ölsorten Brent und WTI und hier switche ich einfach mal beide Öle so durch und man sieht, dass wir in der vergangenen Handelswoche diese saubere Aufwärtsbewegung, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, wirklich mit Schmackes nach unten verlassen haben. Und wir hatten hier auch in der vergangenen Handelswoche und auch in den Livestreams, hatte ich zwar nicht so oft, aber doch, ich glaube ein oder zweimal hatten wir es mal kurz besprochen. Wir haben ja hier eine saubere Aufwärtsbewegung gehabt und dann hat sich hier im Brent nochmal oben so ein kleines Doppeltop gebildet. Ja, zack, zack. Und dann wurde hier wirklich die letzten Tiefs dann eben mit Schmackes nach unten verlassen und der Markt ist hier entsprechend ja mit Volatilität auf der Abwärtsseite gelaufen. Ich war hier allerdings nicht mit dabei, habe hier aber auch nicht versucht, irgendwie die Longseite zu handeln. Die Öle waren in der vergangenen Handelswoche nicht so mein Favorite zum Handeln, obwohl der Markt eben wirklich starke Bewegung zeigte. Ich möchte mal jetzt für die detailliertere Analyse im WTI bleiben. Denn hier zeigt sich, dass wir zum einen den nicht so unwichtigen Bereich 69,50, also knapp unter der 70er Marke, hier sauber durchstoßen haben. Also hier wirklich ganz eindeutig aktuell enorme Schwäche drin ist. Und wir sehen aus der Vergangenheit auch, dass der Bereich in etwa um die Unterstützung 66 Dollar nicht so uninteressant ist. Aktuell sitzen wir hier in dem Unterstützung oder direkt an dem Unterstützungsniveau 67,50 dran. Was wir auch in der Vergangenheit dann schon mal hatten, zum einen als Widerstand und dann eine ganze Zeit als Unterstützungsniveau. Genau diesen Bereich haben wir jetzt relativ punktgenau angelaufen. Ich kann das hier auch nochmal einzeichnen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dadurch, dass der Markt natürlich, Moment, ich zeichne erstmal hier dieses Unterstützungsniveau ein, was wir hier in der Vergangenheit schon mal hatten.
Ja, da sind wir eigentlich punktgenau reingelaufen. Und jetzt haben wir natürlich hier diese sehr, sehr starke Abwärtsbewegung. Eigentlich ohne Punkt und Komma, ohne mal irgendwie nur ein Mini-Anzeichen von Erholung zu zeigen, sind wir einfach aus dem Bereich hier von 72, also knapp 73, in den Bereich 67,50 runtergerutscht. Jetzt ist es natürlich denkbar, durch die Fahrt, die der Markt hier aufweist, dass wir eben das nächste Unterstützungsniveau auch nochmal so ein bisschen anlaufen. Aber das ist so ein bisschen schwierig. Also ich würde jetzt hier nicht direkt auf den Abwärtszug aufspringen, sondern wenn dann auch hier darauf warten. Also es ist natürlich denkbar, dass wir vielleicht gleich Montag in der Nacht oder irgendwie hier noch dieses nächste Unterstützungsniveau anlaufen. Aber dann müssen wir mal gucken. Ich würde hier eigentlich lieber darauf warten, dass der Markt entweder ein bisschen Erholung zeigt aus dem Bereich, zum Beispiel in diesen Widerstandsbereich, oder eben dann auch entsprechend, hier wird es ein bisschen schwieriger, eigentlich müsste der Markt sich hier zurückentwickeln in den 69,50er Bereich, um dann die Abwärtsseite wieder zu handeln. Und durch die aktuelle Volatilität ist das ja durchaus realistisch, diese Bewegung hier zu vollziehen, um dann vielleicht weitere Bewegungstiefs aufzubauen. Aber ich würde in irgendeiner Art und Weise eigentlich lieber eine Erholung sehen wollen, um dann den Markt zu shorten, als hier irgendwie aggressiv nach einer eh schon so starken Abwärtsbewegung, die eben in der Vergangenheit in dieser Art und Weise gar nicht aufgetreten ist in den letzten Handelswochen, dass man hier jetzt direkt weiter aggressiv auf der Shortseite einsteigt. Lieber eine Erholung abwarten, gucken, wo man hier noch eben markante Widerstandsniveaus vielleicht auch auf kleineren Zeitebenen findet, um dann entsprechend dort die Abwärtsseite zu handeln. Und idealerweise sollte sich das hier vollziehen. Und wenn man sich jetzt hier Fibonacci-Bereiche zieht, dann ist das so zwischen 38 und 50er, zwischen dem 38 und 50er Retracement-Level, diese Bewegung, die ich hier eingezeichnet habe, um dann eben prozyklisch weiter erstmal die Abwärtsseite zu handeln. Ja, das wäre jetzt der Kerngedanke vom Öl. Man kann natürlich, wer hier auch antizyklisch handeln möchte, wenn so ein bisschen Stärke reinkommt, es auch immer mal wieder vorsichtig auf der Aufwärtsseite versuchen. Ich würde das aber dann höchstwahrscheinlich mit einer kleineren Positionsgröße machen, mit antizyklischen Setups, mit dem Gedanken, dass eben solche Überlegungen dann eben auch schneller mal schief gehen können, dass relativ zügig die Kernbewegung wieder eintritt und dann natürlich Einstiege auch relativ zügig sich als sehr falsch erweisen können. Und das muss man ins Trading dann immer so ein bisschen mit einplanen, wenn man hier gegen so ein scharfes Momentum auf der Abwärtsseite geht. Deswegen, wer etwas defensiver handelt, schauen, dass man hier ein Short-Setup kriegt. Und ich werde das auf dem Schirm haben. Ich werde da immer wieder mal hinschauen, aber hier erstmal nicht aggressiv handeln. Da habe ich wirklich vergangene Woche die Bewegung so ein bisschen verpasst, habe hier ehrlich gesagt gar nicht so genau drauf geschaut auf die Öle. Wir hatten hier mehr die Währungen und gerade eben auch die Indizes DAX und DAO ja in den Livestreams auch immer auf dem Schirm, wo ich auch die meisten Trades vergangene Woche gemacht habe. Und Öl ist mir so ein bisschen durch die Lappen gegangen, muss ich so sagen. Also hier mal schauen, wie gesagt, Erholung, um dann die Kerntendenz abwärts wieder zu handeln, werden wir natürlich dann entsprechend in den Livestreams auch beschauen. In diesem Sinne, ich wünsche euch für die kommende Handelswoche definitiv Good Trades und Mega Trading. Passt auf, dass ihr nicht zu aggressiv handelt. Die Märkte schon teilweise jetzt wieder so ein bisschen volatiler werdend. Und ich würde mich freuen, wenn ihr entsprechend in den Livestreams mit dabei seid. Da auch natürlich jederzeit Fragen stellen könnt, Setups vorstellen könnt, die wir besprechen. Also da habt ihr alle Möglichkeiten mit mir live zu sprechen. Natürlich auch im Nachhinein auf YouTube euch die Videos anzuschauen. Aber eben viel wichtiger, in den Livestreams könnt ihr euch hier live dazuschalten. Gerade eben auf dem YouTube-Kanal direkt hier bei JFD Brokers. Wenn der Livestream startet, habt ihr eine Chatbox. Und da könnt ihr gerne mit mir dann kommunizieren. In diesem Sinne, Good Trades, wie gesagt, und Mega Trading. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao.